Haha! Was ist das denn? Ich wollte den Steve mit Bart und Brille. Dafür müssen Sie sich das Steve's Bart oder Steve's Brille DLC für jeweils 30 Euro kaufen. Oder sparen Sie und holen Sie sich das Bundle für nur 50 Euro im Monat. Yay, heute kommt dieses super geile neue Spiel raus, was ich unbedingt spielen will. Aber welche Version hole ich mir am besten? Die mit dem PlayStation Exclusive Content? Oder doch lieber die Special Edition mit dem extra Outfit? Oder die Digital Limited Extra Edition mit Statue zum 3D-Ausdrucken? Ach, weißt du was, ich hole mir gleich das Seasons Pass Bundle mit allen DLCs drin. Denn da bezahle ich nur 110 Euro anstatt 150, wenn ich mir alles einzeln kaufen würde. 110 Euro für ein Spiel. Das spar ich total. Warum finden alle Publishers heutzutage mega geil, nur noch halbe Spiele rauszubringen und den Rest nochmal per DLCs nachkaufen zu lassen? Ja, Geld machen, indem man einfach ein gutes Spiel entwickelt und das auf den Markt wirft, ist voll out. DLCs and Microtransactions, that's how you make your money today. Ach, ich frag mich, wie es bei EA in der Chefetage so abgeht. Boah, Leute, ich hab eine voll coole Idee. Lass mal bei unserem neuesten Serienableger alle geilen und beliebten Funktionen rausnehmen und sie von den Leuten für 30 Euro als DLCs im neuesten Teil dazu kaufen lassen, ey. Spitzenidee, Boss. Wir kriegen das Dreifache an Geld für die Hälfte der Arbeit. Aber wie kriegen wir die Leute dazu, das gleiche Spiel mit der Hälfte der Funktion für das Dreifache des Geldes zu kaufen? Ja, also erstens ist es neu und neu ist immer besser. Zweitens und drittens werden wir zur schlechtesten Firma der Welt ernannt und machen trotzdem Haufen Profit. Wieder. Yay, wir verteidigen unseren Titel. Warum kommen Sie immer wieder damit durch? Wir kommen auch langsam an einen Punkt, wo es einfach nur noch lächerlich ist. FIFA 15 zum Beispiel. Offline kannst du alle Fußballer spielen, die du so liebst. Und ich nicht kenne. Möchtest du aber online gegen andere im Duellmodus spielen? In dem Modus, wo es um die Wurst geht. Wo ein Sieg in einer Statistik festgehalten wird. Du hast natürlich ein krasses Team mit Profispielern aber drin. Aber ja nicht, dass du dieselben Spieler aus dem Offline-Modus einfach so benutzen darfst. Nein. Du musst dir erst mal Booster-Packs kaufen, wo die random drin sind. So wie bei Yu-Gi-Oh! Damals. Die gleiche Abzocke, nur noch härter, weil du sie ja eigentlich ja schon hattest. Du kaufst dir also ein Spiel, aber um online auch eine Chance zu haben, musst du noch mehr Geld ausgeben. Fuck you. Was haben sie sich bei Sims 4 gedacht? Fühlt sich an wie so eine leere Hülle. Und man weiß, man kann jetzt nach und nach alles für viel Geld dazu kaufen, was es vorher schon gab. Bei Battlefield 3 hatten sie die Idee, für Nachladen von Munition Geld zu kassieren. $1! Da hätte mich ein Match sehr teuer werden lassen können. Teuer lassen. Deutsch, meine Alter, Mann, wo soll denn das hinführen? Jetzt neu, Battlefield 9! Du hast am Anfang einen nackten Charakter und kannst nichts anderes machen, außer sterben. Aber du kannst dir für 15 Euro eine Waffe dazu kaufen, für 5 Euro Munition und für 30 Euro eine Map. Und wie viel kostet eine Hose? Die haben wir vergessen. Aber es gibt jetzt den Premium Season Pass Deluxe Ultra Version mit allen drin für nur 1200 Euro. Yay, bald sind die Spiele teurer als die krassen Gaming-PCs, die schon nicht gerade preiswert sind. Rick, du kannst jetzt hier nicht nur rumbashen, wir müssen noch was Positives sagen, sonst sind wir nicht glaubhaft. Wirklich? Ja, Mann. Okay, Erweiterungspacks, Add-ons, das gibt's ja schon lange für Spiele. Und wenn die geil sind, dann würde ich auch dafür Geld ausgeben. Wäre jetzt auch einer Firma nicht übel nehmen, dass sie für ihre Produkte Geld verlangen. Aber sie sollten auf jeden Fall einen Mehrwert haben. Oder man macht's gleich wie Minecraft. Es kommen andauernd neue Inhalte raus. Für kein Geld, ist einfach nur ein Patch. Und das gesamte Spiel kostet gerade mal etwas mehr als ein einziges DLC von Battlefield. Und die Grafik ist besser. Und Minecraft wurde weit mehr verkauft als Battlefield. Denkt da mal drüber nach, EA. Ich frage mich, wie DLCs wohl im echten Leben aussehen würden. Yay, ich hab endlich eine Freundin! Oh, Schätzchen, der Knutschen Seasons Pass kostet 15 Euro im Monat. Gekauft! Wenn ich das 6 DLC gleich dazu kaufe, kostet mich das nur 60 Euro. Komm her! Na. Du weißt schon, dass du jede Stellung erst dazu kaufen musst. Cut dir das einfach aneinander, dann ist es schnell genug. Aber ich dachte, du liebst mich. Money talks, Bitch. Und jetzt kauf mir Blumen. Ich brauch Geschenke. Schließlich bin ich deine Freundin. Yo, das war unsere Meinung zu DLCs. Habt ihr eine andere? Wenn ja, holt euch einfach den Radio Seasons Pass. Dann könnt ihr eure Meinung auch in die Kommentare schreiben. Wie fühlt sich das an, hä? Da drüben findet ihr 10 Arten von Videospielen. Und da unser letztes Video, wo ich versuche, Kekse zu machen, die am Ende wie ein Kuchen werden. Sie sind ein Kuchen geworden. Lecker. Außerdem, da zwei Kanäle. Und warum habe ich keinen Bart? Es ist Movember! Infos dazu in der Link-Box da unten. So, geht um Spenden. Genau, Spenden. So, guter Zweck, Mann. Für Männer, Männerbewusstsein, für Männergesundheit, ja. Weißt du? Prostatakrebs, Hodenkrebs und so ist alles voll geiler Stuff, aber halt scheiße.